Hallo, hier ist wieder euer Ölkbär, der Ölcomic. Und wie ihr letzte Folge gesehen habt, hat's geklappt mit unserer Aufnahme. So, da können wir ja jetzt weitermachen mit unserer schönen Dingens, na, wie hieß Gollumkammer, und können die auch mal schön versuchen zu bauen, wenn wir da richtig viel Geld haben, boah. Oder so ähnlich. Alles klar. Nein, ich werde die ganze Folge bestimmt nicht so sprechen. Das wäre, glaube ich, auch tödlich dann für die Abonnenten dann. Die Gollumkammer hat jetzt Priorität. Was brauchen wir denn? 200? Ach, nur 200 Credits, ne, wenn es weiter nichts ist. Hammer ja mal. Schütten wir locker aus der Portokasse raus, das Zeug. Ah, wie ich das hasse. Immer dieses Geld. Ich möchte gerne das hier erforschen, aber brauche auch 200. Ich werde noch wahnsinnig hier mit der Kohle. Das ist doch krass. Können wir vielleicht wenigstens diese komische Psi-Rüstung bauen? Nein, auch nicht. 376. Ey, das wird ja immer teurer. Was war eigentlich die Geistrüstung? Ach, das Tarnfeld. Was ja gar nicht mal so schlecht wäre für unsere Scharfschützen. Könnten sich dann immer tarnen, würden nicht so oft getroffen. Naja, aber wird uns erstmal nichts anderes übrig bleiben, als den Ratsbericht abzuwarten und noch ein paar Satelliten dann zu bauen. Kontakt entdeckt. Ui, was haben wir denn da? Eine Barkasse. Großbritannien. Was haben wir da? Ältere Elite-Muton, Berserker-Muton, ein normales Muton. Chrysalid, ein Sektopod und eine Drohne. Ach, ist ja alles dabei. Warum nicht? Aber keine Disk. Ich würde gerne so eine kleine Disk haben. Wir hatten das ja mit dem Drohnenabfang, glaube ich, geschafft. Wir schicken einfach mal den Sky Ranger los und gucken mal, was passiert. Ich hoffe, die anderen sind schon wieder aus ihrer, ja, was Krankheitsphase raus. Gucken. Ach, immer noch verwundet. Wieso sind denn die so sehr verwundet, Mensch? Jetzt haben wir hier noch den Scharfschützen James Walker Snake Eyes. Was haben wir denn für ein Team? Das SAHV haben wir auch noch nicht gebaut. Na ja, dann nehmen wir halt die Frau Wilson nochmal mit für den Sturm, oder? Wen hatten wir vorhin noch mit gehabt? Thomas Johnson, Sturm, Gaza ist verwundet. Die sind alle im Einsatz. Hatte ich denn vorhin noch die Emma? Dann hatte ich doch noch einen Stürmer mit, oder? Habe ich mir das eingebildet? Ach doch, hier, den Wardog. Den Wardog hat man mit. Die Lauren ist natürlich auch eine nette, aber der Wardog ist natürlich noch ein bisschen besser ausgebildet. Dann sollte er da vielleicht mitkommen. So. Ist ja kein Scharfschütze. Er braucht das Go. Ja. Rüstung. Ja gut, wir haben die Rüstung so weit, wie wir sie haben. Ne? Auf geht's! Und ich hoffe, unsere Gollum-Kammer, wo wir dann auf Gollum treffen werden und er uns seinen Ring aushändigt. Der eine Ring, mein Schatz. So. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Wahrscheinlich in Wales, weil woanders in England weiß ich gar nicht, ob es da noch so viele Grünflächen überhaupt gibt. In Wales gibt es ja eh mehr Schafe als Einwohner, glaube ich. Vielleicht sehen wir ja ein paar Schafe rumlaufen. Wäre doch mal so nett, so ein paar kleine HQ, Tiere, hier spricht Big Sky. Sehen wir Positionen und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt.
rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Ja, so ein bisschen was haben wir ja gesehen. Oder nicht. Also es sieht aus, als müssten wir dann hier gleich irgendwie draufkommen. Oh, hat es jetzt hier irgendwo geknackt? Sind da schon Aliens unterwegs? Ich hoffe doch nicht. Aber es sieht natürlich sehr schlecht aus mit Versteckmöglichkeiten. Wir sichern uns jetzt hier erstmal so ein bisschen ab. Wir wissen ja auch nicht, ob wir jetzt nach links oder rechts direkt in den Eingang des UFOs reinkommen würden. Wenn wir es wollten, machen wir eine coole Kamerafahrt, wie bei Matrix. Gehen einfach mal davon aus, dass sie nicht von geradeaus kommen. Hoffentlich. Sonst sind wir dann im Eimer. Ah, ist auch sehr schön. Lässt noch den Motor laufen, falls er dann doch schnell weg muss. Ach, alles ist tot. Ich muss einkaufen. Tschüss. Es ist verdächtig ruhig. Gar nicht. Vor allen Dingen, dass das wieder eine Barkasse ist, die relativ groß ist. Wir können auch dann das Telekinesefeld machen. Wie lange hält das eigentlich an? Eine Runde? Oder? Ihre Angriffe sind bedeutungslos. Ich wollte das schon nur mal ausprobieren, ob das dann auch überhaupt klappt. Und wir hören leise Geräusche eines wahrscheinlich Berserkers, denke ich mal. Oder Chrysaliden. So, die Frage lautet ja, wie komme ich in dieses Schiff, ohne mich jetzt hier in der Seite reinzubegeben? Denn ich glaube, wenn wir uns seitlich reinbegeben, dann kriegen wir einfach die volle Ladung Alien ab. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo ist hier der Eingang. Ich glaube, hinten kam man doch immer rein. Kann man denn da was sehen? Ja, nicht wirklich. Vorne rum hat es doch eigentlich fast schon keinen Sinn. Und wenn ich mich hier seitlich reinbegebe, dann stoße ich doch bestimmt auf 5000 Aliens auf einmal. Gehen jetzt hier erstmal so ein bisschen an der Seite lang, verstecken uns ein wenig, in der Hoffnung, dass uns nichts passiert. Gehen dann wie immer ganz gewohnt hinten rein, das hat sich immer gut gemacht. Warum soll es jetzt schief gehen? Seitlich sind wir ja noch nie in ein Alien-Schiff reingegangen. Das ist auch nicht so günstig, wenn man da an verschiedenen Einstiegspunkten einsteigt und dann vielleicht auf mehrere Truppen von diesen Viechern trifft. Und es ist auch noch ein Sektopod hier an Bord. Ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich alle sterben. Und wir hören schon wieder eklige Geräusche, die ich eigentlich gar nicht gehört haben möchte. Kann man nur spurten. Ah, ja, hier sieht es doch so aus, als wäre das der gewohnte Eingang, den wir dann immer nehmen. Der Hintereingang sozusagen. Wir können ja welche hinten rumschicken und wir können ja welche dann gleich hier in diese Tür reinschicken. Dann können wir dann von da und von da angreifen. Ich glaube, das ist so die beste Methode. Man muss ja auch immer dran denken, das ist ja auch ein Taktikspiel. Man muss ja auch irgendwie versuchen, immer mit einer gewissen Taktik auch vorzugehen. Deswegen auch immer versuchen, nach die Bewegungspunkte nicht unbedingt alle sofort umzusetzen.
Momentan sehen wir ja zum Glück noch kein Alien. Momentan verhält sich ja alles noch sehr ruhig, glücklicherweise. Da kann man mal eine Runde spurten. Ich weiß gar nicht, was war das jetzt? Eine Barkasse oder? Aufgepasst! Der Feind läuft an! Ach nein! Was war das? Das frage ich mich auch. Er hat auch keine Bewegungspunkte mehr, oder? Nö. Ach, warum auch? Wozu? Bewegungspunkte, wer braucht das schon? Ich dachte, ich war schon mit dem Zug durch. Ah, anscheinend noch nicht. Ah, hey. Bleibt mir ja dann nur wahrscheinlich der geordnete Rückzug übrig. Oder zu sterben, wie es aussieht. Nein, hier auch noch oder was? Ah, oh, Gott sei Dank. Ich flankiere! X-Ray ist im Vormarsch! Sie flankieren uns! Ja, Mann. Zum Glück nur ein. Boah. X-Ray kommt von der Seite! Ich glaube, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Strategischer Rückzug. Wo ist denn der Garcia hier? Da ist er. Der hat doch so gute Chancen gegen Maschinen. Ich glaube, dafür muss er jetzt nicht unbedingt seine Scharfschützenkanone benutzen, aber auch eine Plasma-Pistole nehmen. Oder auch nicht. Noch einmal bitte. Selbst die Plasma-Pistole ist bei so einer Drohne nicht unbedingt empfehlenswert, wie man sieht. So, Feldposten, dann. Müssen wir auf jeden Fall unbedingt jetzt mal zur Heilung greifen. Und ja, ich hoffe mal, wir können da von der Seite vielleicht angreifen. Die einen von links und die anderen von da. Erstmal auf Feldposten gehen. Sind das zwei? Oder hat er sich jetzt bis dorthin bewegt? Daneben geschossen. Ah, daneben aber einmal getroffen. Das ist schon mal ganz gut, denn jetzt haben wir ihn schon angekratzt. Ach, und er hat ja die Möglichkeit, zweimal zu schießen, ne? Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Seltsame Geräusche. Das wäre jetzt nicht so sinnvoll, oder? Das ist vielleicht eher sinnvoll, wenn ich den mit der schweren Waffe so ein bisschen weiter hier ranziehe. Scharfschütze. Da sehen wir eine Drohne. Da sehen wir eine Drohne. Okay. Wenn ich mich jetzt hier direkt ins Feld begebe, ist das, glaube ich, nicht sehr sinnvoll, oder? Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Wo gehe ich denn hin? Ich gehe erstmal hier hin, wo mich nichts sehen kann. Dann kann ich den nächsten Zug dann rumziehen. Eieieiei.
Wer schießt hier wohin? Ich sehe nichts. Zeig mir die Action. Hilfe stellt sich. Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Einmal daneben, aber einmal getroffen. War nicht schlecht. Und der Sektopod bewegt sich nicht. Feind in Sicht. Oh. Wünschenswert. 15%. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte. Keine Ziele. Ach so, ja. Das war halt eine Runde. Feldposten. Nee, geht ja auch nicht. Den Gefechtsscanner werfe ich mal rein, weil ich jetzt wissen will, wo dieser scheiß Sektopod hingelaufen ist. Wir beobachten das Zielgebiet. Ah, der hat sich um die Ecke versteckt, der Schlawiner. Dieses Schwein, dieses Miese. Ich kann mich hier aber auch nicht verstecken. Beziehungsweise ich kann hier gar nicht... Kann ich hier nicht wirklich verschanzen irgendwo? Das ist doch auch mies. Bringt ihn zur Strecke! Mit so einem Legierungsgewehr habe ich ja auf jeden Fall eine richtig gute Trefferwahrscheinlichkeit. Weil ich Schaden, den ich machen kann. Da bringt es schon etwas, wenn man dann auf dieses Ding schießen könnte. Bloß es bringt jetzt nichts, wenn ich auf ihn schieße. Dann mache ich lieber Deckungsfeuer. Verstanden. Feuer drauf tun kann. Auch wenn man nicht treffen kann. Da erhöht sich wenigstens die Trefferwahrscheinlichkeit von unserem Scharfschützen. Ein paar Prozent, jetzt haben wir 65. Und schon haben wir den einen Berserker-Muton draufgehen lassen. Ah, Feldposten. Aber blitzschnelle Reflexe haben wir ja, vielleicht trifft er nicht. Sehr gut. 67. Oh, mach das bitte. Boah. Oh, jetzt bin ich aber erstmal ein bisschen erleichtert hier. Kümmern. Und
der Kelly, der... Ja, was machen wir eigentlich mit ihm? Er hat ja auch seine Deckung verloren hier, aber nur nach dort vorn. Aber da war ja auch so ein Berserker-Muton, oder nein, so ein normales Muton. Und da weiß man ja immer nie, ob da noch ein Berserker in der Nähe ist. Ach, ein Muton war doch durch diese Tür geflüchtet, glaube ich. Nicht bewegen, das wird wieder. Alles ruhig. Das Ding hier haben wir auch zersplittert. Hier oben. Was ist hier eigentlich passiert? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt anscheinend? Oder hat sich das Muton selbst in die Luft gesprengt? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Eigentlich munitionstechnisch noch aus, sah bei ihm noch ganz gut, hatte ja auch nicht so viel zu tun, glücklicherweise. Bis darauf diesen Sektorpod zu entdecken. Shh, hört ihr das? Ja, hab ich gehört. Schnell weg vom Eingang. Wer weiß, was da in der hinteren Ecke lauert. Mal um die andere Ecke. Da sieht es auch ganz gut aus. Immer erstmal eine Ebene klar machen, bevor wir dann die anderen Ebenen klar machen. Oh, ich höre seltsame Geräusche. Ich möchte eigentlich auch gar nicht rausfinden, wo die herkommen, was das ist. Achso, kamen die von hier hinten? Vielleicht lieber erstmal in die Ecke gehen, ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier sehen wir zum Glück nichts. Und hier ist eine Tür weggeschossen, ne? Wow. Kannst du dich eigentlich schon mal hier direkt aufstellen, damit wir dann hier auch durch können. Ich hoffe, jetzt kommt nichts da durch. Ja, das hört sich auf jeden Fall was war nicht das gut Geräusch? An. Es hört sich so an, als möchte ich gar nicht wissen, was das war und woher das kam. Es scheint ja von außerhalb des Schiffes zu kommen. Erstmal die Tür sichern hier. So, wo ist denn unsere Emma? Emma Jensen. Auch schon mal hier hinziehen, aber psst, nicht den Aliens verraten. Aufstellung beziehen. Wir wissen ja, dass sie hier irgendwo sind. Aber Vorsicht ist die Mutter der Weißweinfabrik oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht. Ah, der Porzellankiste. Ich wollte nur mal ein bisschen lustig sein. Hey, habt ihr was gehört? Immer wenn wir dieses so sagen. Still. Habt ihr was gehört? Hätte ich mir mal abgewöhnen. Lassen wir mal jemanden einen Blick riskieren, würde ich sagen. Und wie wir sehen, ist da nichts zu sehen. Das ist aber nicht gerade günstig. Hier geht es ja auch nicht viel weiter, also wo sollen die Geräusche herkommen?
Ah, natürlich der Berserker, aber was sonst? Aber ich habe mich bewegt, ne? Ich kann nichts mehr machen. Verdammt! Er könnte doch. Und wir laden erstmal nach für den nächsten Schusswechsel. So, hier bleiben wir erstmal in der Tür stehen, weil wir wissen ja nicht, was durchkommen wird. Ah, aber hier haben wir noch jemanden, der treffen kann. Macht jetzt zwar nicht so viel Schaden, aber ist erstmal ein bisschen Schaden gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der direkt bis zu uns hochkommen kann. Die Leiter ist ja nicht direkt hier. Der Aufgang ist ja dort. Ich glaube, da muss er erstmal rumkommen. Wen haben wir denn jetzt eigentlich ausgewählt? Ach, den Herrn Kelly, ne? Der steht doch ein bisschen an der Tür rum. Er macht den Türsteher. Was macht er jetzt? Er folgt seinem Kumpel, oder was? Und der Dingens, der weiß nicht, was er machen soll. Wie es aussieht. Jetzt machen wir erstmal den einen platt. So, der andere läuft hier unten irgendwo rum, ne? Könnte er denn hochkommen? Hat er hier eine Leiter? Nee, da war keine Leiter hier. Kann man ihn sehen? Nee. Wo ist denn der hin? Vielleicht taucht er noch mal auf, dann treffen wir ihn hier. Ich bin jetzt aber mal neugierig. Guck schon mal durch die Tür, was hier hinter ist. Halt den Weg! Was haben wir da? Normale Mutons. Mutone. Muti. Mima Muton, wie auch die eine Folge hieß. 36 und 36, na das ist ja die wahnsinnige Trefferchance, wie immer bei Newtons. Nächstes Mal kriege ich ihn. Nächstes Mal. Was zu bezweifeln wäre. So, was haben wir denn jetzt? 48 und 40. Bei dem miesen Trip haben wir 96. Können auch ein Telekinesefeld machen, was uns erstmal abschirmen würde. Ich wollte ja schon immer mal gucken, wie das funktioniert mit diesem Telekinesefeld. Vielleicht haben wir Glück und werden nicht getroffen. Und hier draußen ist der Berserker, da lasse ich erstmal auf Feldbus. Ja, Frau Jennings, Hallöchen, sehr schön. Oh. Feinde Gesichter. Kommen Kollegen da hinten noch Probleme. Mit noch mehr Mutons. Das muss doch nun auch nicht sein. Was ist das denn? Noch ein Muton? Wie viele Newtons sind denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss dann erstmal meine Leute hier wegbringen und retten. Wäre natürlich lustig, wenn man das Berserker-Muton einfach kontrollieren könnte mal. Jetzt hat er sich natürlich vor die Tür gestellt, oder? Da.
stellt sich vor die Tür, dass wir uns nicht mehr zurückziehen können. Das ist ja auch super Kandidat hier. Echt nett. Naja, wir wissen ja jetzt, wo die anderen rumhängen. Können wir uns ja mal langsam wieder reinverziehen. Na, einschließlich das Dach. Haben wir irgendeine coole Position, wo wir auch Deckung haben? Natürlich nicht, sollte es anders sein. Unseren Scharfschützen können wir doch auch aufs Dach mit hochschicken. Ja? Das ist doch immer nicht schlecht, wenn man so einen Scharfschützen hat, den man hoch aufs Dach schicken kann. Keine wirkliche Deckung für sie. Wir können ja mal den Sturmschuss noch mit anstellen. Vielleicht können wir noch jemanden mitnehmen. Ah ja, 55. Wir versuchen es einfach mal. Und scheitern kläglich. Zeigen, wer hier eigentlich der Boss ist. Kennen wir ja schon. Puh, Schwein gehabt. So, 50, 70, 70. Ja, nehmen wir noch einen mit 70. Steht auch noch einer. Das willst du mir doch jetzt nicht wirklich erzählen, oder? Express rücken vor, sie flankieren uns! 93, ja. Absicht. Kann ja wohl nicht wahr sein, wieso steht der dort unten rum? Ist ja wohl der Hammer. 44, 60, 44, 60. Na dann, achso. Ich habe ja auch noch das hier, ne? Dann könnte ich den mit 60 natürlich gleich ausschalten. Schwere Entscheidung. Aber hier, sie sieht ja auch nur einen. Also könnte sie den hier treffen? Zack. Jetzt hau dir nochmal auf die Brust und dann ist gut. So, jetzt haben wir zwei, die wir ausschalten können noch. Einmal einen mit mentaler Gewalt. Stimmen in deinem Kopf sagen wir stirb. Fall. Bleib tot. Scharfschützen-Power! Also ich hoffe, ich überlebe das hier. Sie treten den Rückzug an! Sie treten den Rückzug an, aber ich sehe noch nichts von Rückzug. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass jetzt noch einer eine Granate wirft, weil dann alle so dicht zusammenstehen. Ja. Habe ich mir doch schon gedacht.
einmal Deckungsfeuer. Schade, dass man ihn nicht nochmal befördern kann, aber vielleicht können wir ihm ja noch einen extra Tapferkeit hier verteilen. Puh, erstmal wieder etwas Ruhe. Da bin ich auch sehr froh drüber. So, jetzt müssen wir uns erstmal, glaube ich, medizinisch um unsere Leute etwas kümmern. Nicht bewegen, das wird wieder. Ja, das wird wieder ein Ding. Wie war's? Medkits heilen alles. Alter. So. Und sie springt jetzt ganz nach unten. Macht hier Parkour, macht sie. So, erstmal einen Schluck trinken. Ja, was machen wir denn? Erstmal uns aufteilen, links, rechts, so ein bisschen wie immer. Und den Scharfschützen, was machen wir mit ihm? Hier auf die andere Seite des Dachs mal gehen lassen. Schauen, was dort los ist. Vielleicht sieht er ja schon was. Ich glaube, Schweber waren ja nicht da, nur Äther und Elite Newtons und sowas. Glück haben, ist nur noch der Ätherer da mit vielleicht einem Elite-Muton oder so. Jetzt laden wir erstmal ein bisschen nach. Haben wir zum Glück alles wieder in Grün Zeit gerade mal. So. Was war das für ein Geräusch? Immer noch. Ach, Chrysaliden waren auch noch da, aber die habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Zum Glück. So, heile mal noch deine Kollegin. Nicht bewegen, das wird wieder. Ja, Chrysaliden waren doch, glaube ich, noch. Ne? Da habe ich noch gar keine. Es geht los. Oh nein, oh nein, oh nein! Leute, macht ihr denn hier? 52, 62, 32. Boah, gleich weggesenzt. Perfekt. Ah, noch ein Trefferpunkt. Wo ist denn der andere da in der Ecke noch? Richtig verstärke! Ich sag nur Sturm und Schuss. Wie sagt der Stürmer so schön? Tschuss! Stürme und Schuss. Zack. Also. Okay. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. So, Feldposten. Ah, da ist auch noch einer. Der anscheinend versucht zu fliehen. Und es handelt sich natürlich, wie sollte es auch nicht anders sein, um so einen hässlichen Berserker. So.
es auch willst. Justiere Zielvorrichtung. Von da hinten habe ich da auch noch was gehört. Hier sehe ich nichts. Das ist schon mal gut. Ich hätte vielleicht eine Runde markieren sollen, bevor ich das erste Mal auf den Schieße. Ich habe wieder nicht dran gedacht. Erinnert mich bitte das nächste Mal dran, dass ich auf jeden Fall das Ziel markiere, bevor ich drauf schieße. 72, naja, versuchen wir das. Erledigt! Boah, Tatsache, 13 kritisch. Er hat ja auch so eine coole Fähigkeit, glaube ich, ne? Mit diesen krassen kritischen Treffern. Je mehr Leute das sehen, desto höher wird der kritische Trefferwert oder so. Ist also auch nicht ganz zu verachten. Nachgeladen! Ich bin trotzdem noch gespannt, wo denn noch der Rest sich befindet. Wir hatten ja auch noch, ich dachte es zumindest gesehen zu haben, Chrysaliden irgendwo. Oh ja, da liegt ein gefallener, toter Muton-Berserker. So, von hier sehen wir zum Glück nichts. Laufen. Hier ist auch nichts. Ein so großes Schiff und so wenig an Bord. Das heißt so wenig. Also es waren ja schon einige mehr als in manch anderen Einsätzen, die wir bisher hatten. Aber ich finde trotzdem, es ist ein sehr großes Schiff. Ich weiß gar nicht, wofür die sind. Für auch solche, das sieht so aus wie Versorgungsschiffe, die hier irgendwelche Essenssachen und so an Bord haben. Tja, das werden wir wohl nie herausfinden. Es sei denn, wir bringen das Schiff mit nach Hause. Alles wieder im grünen Bereich. Mal eine Runde nachladen. Alles wieder gut. Sagt er zumindest. Von da kommen jetzt Geräusche. Habt ihr was gehört? Ich dachte eigentlich vorne hätte angezeigt, von da kommen noch Geräusche. Vielleicht ist es aber einfach nur mal ab und zu, um einen zu verwirren. Da ist gar nichts nachher. Positiv. Feindkontakt. Ah, da sind die Chrysaliden. Die sind auf dem Dach. Denn auch auf dem Dach? Die Frage ist, kommen die da auch einfach so runter, oder? Verdammt! Feind lebt noch! Wenn er so weitermacht, würde er bestimmt auch befördert. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht runter dort. Alles wieder im grünen Bereich. Alles wieder im grünen Bereich. Ja, das hört mir noch gern. Jetzt bin ich aber gespannt, was die Viecher machen. Die können tatsächlich da runterspringen. X-Ray neutralisiert. Kill bestätigt. Kill? Na, der ist doch noch gar nicht tot. Der hat doch noch zwei Hündchen. Hat dir gerade eine verpasst. Für die Beförderung würde ich sagen. Versuch's einfach mal. Kill bestätigt. Sehr schön. Und du kannst dich doch selbst heilen, denke ich mal. Ne? Sehr schön.
wissen wir jetzt wenigstens auch, wo die Chrysaliden waren. Betonung liegt zum Glück auf Waren. Ich habe echt keinen Bock, noch mehr von diesen Viechern zu treffen. Die sind so eklig. Ich mag hier schon keine Spinnen. Aber Chrysaliden sind ja noch ekliger. Und ich habe so die dumpfe Vermutung, dass der Ätherer sich hier irgendwo befinden wird, an der Spitze des Schiffs, wahrscheinlich in der Captain's Kajüte, und macht sich da gerade gemütlich. Laufen einfach mal ein Stück weiter vor. Ah, wie wir sehen wir schon wieder nichts. Also es scheint sich tatsächlich da um die Kapitänskabine, würde ich sagen, zu handeln. Und in der Hoffnung, dass sich der Captain plötzlich aufsteht, nennen wir ihn einfach Captain Morgan. Der aufsteht morgen. Und Captain Morgan. Oh, so schlecht, oh mein Gott. Ihr merkt, ich brauche Abonnenten, die mir Kommentare schreiben, wie schlecht meine Witze sind. Oh nein. Manchmal ist es ganz schlimm, vor allen Dingen tagsüber. Ah, wir können ja auch von rechts und von links noch hier. Was natürlich auch nicht sehr so schlecht ist. Der Mr. Boateng, ich weiß gar nicht, was er Dingsbums. So, dann haben wir hier. Da können wir doch jemanden hier von rechts schicken. Dann können wir doch noch jemanden hier schicken. Nein! Ah, jetzt hat er es schon aufgemacht. Du hast es denn schon aufgemacht? Oh oh. Oh. Papa, die Seiten auf! Wo geht sie denn hin? Vor allen Dingen, Emma kann sich nicht mehr bewegen. Gar kein Zug mehr übrig.
Feld. Anscheinend schon. Es reflektiert wohl, wie es aussieht. Na, allzu viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Ach, keine Ziele verfügbar. Das ist ja auch super. Ein Rückzug, nie aufgeben. Niedergestreckt. So, na. Haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, den Ätherer mitzunehmen? Nein. Angriff wird zurückgeworfen. Na toll. Man sieht doch gar nichts. Dann erstmal noch eine Runde heilen, damit dann derjenige nicht zu lang ausfällt. Gar nichts mehr übrig. Ja, das ist natürlich auch schlecht. Ich geh mal zur Seite. Das wird wehtun. Ja, ich hoffe doch nicht. So, Frau Jensen, jetzt bring dieses Ätherer-Tier um. Oh, Ziel! Sie haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Boah, Gott sei Dank. Nie wieder so eine Barkasse, bitte. Wenn wir wenigstens Geld dafür kriegen würden. Ich kann ja ein bisschen Zeug auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ah, in den Rang Major befördert, na, das wollten wir doch. Also ihr seht, die Stürmer haben echt gute Eigenschaften. Jetzt haben wir hier ein paar Verwundete natürlich. Haben auch einige Sachen gefunden. Aber es gibt anscheinend doch eine ätherische Leiche, obwohl die sich immer so komisch auflösen. Und was wir denn mit all diesen Sachen, die wir da gefunden haben, machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.